Hallo liebe Achievement Hunter, heute geht es um den Erfolg Rekrutinator. Und dafür sind wir im Tor der untergehenden Sonne, haben gerade den dritten Boss geklatscht und sind jetzt auf dem Weg zum Endboss. Der Erfolg selber hat aber nichts mit dem Endboss zu tun, sondern bevor ihr runterspringt zum Endboss selber, das ist dieser riesen, ja, Insektpanzer-Viech, da unten hat man ihn kurz gesehen, normalerweise springt man hier runter, gehen wir den Weg zurück, den wir normalerweise kommen werden. Wir haben hier noch auf ein Gruppenmitglied gewartet, das gestorben ist. Leider ist er reingelaufen und kam dadurch an Anfang. Also falls ihr beim dritten Boss, warum auch immer, sterbt, ich weiß auch gar nicht, warum der verreckt ist, das ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, dann lasst euch retten, ansonsten kommt ihr nicht mehr an dieser Stelle. Ihr seht es jetzt hier auch auf der Map. Und hier sind jetzt drei Ads, diese großen Insekten dort, also diese großen Klaxi für Arme. Ich nenne die immer Klaxi, auch wenn die eigentlich Mantis, Mantis heißen sie, glaube ich, generell. Das Addon ist schon wieder so lange her, dass man es gar nicht mehr genau weiß. So, ihr seht hier einen vor uns, links einen auf dem Balkon und in der Hütte vor uns ist auch noch einer. Und wenn ihr die tötet, hinterlassen die eine Pfütze. Aus dieser Pfütze bekommt ihr einen Debuff, der ist natürlich nicht gut für euch. Aber das ist egal, denn wir brauchen diesen Debuff einfach dreimal. Das heißt, wir töten jeden von dem. Ich glaube, der Debuff hält 2 Minuten. Das heißt, wir haben 2 Minuten Zeit, um alle drei zu töten und uns die Debuffs dadurch diesen zu holen. Und dann haben wir den Erfolg auch schon. Also relativ simpel, gerade auf Stufe 100 auch locker alleine machbar. Auch damals nicht wirklich allzu schwer. So, wir haben geguckt, ob wir den irgendwie rüberholen können hier, den Kollegen. Deswegen dauert das alles hier gerade so lange. Aber ja, der war halt einfach dadurch verschollen und hat Pech gehabt. Es ist halt nun mal so. Und von der anderen Seite kam man leider nicht hier rüber. Da unten sieht man auch nochmal den Boss. Der hat auch einen Erfolg. Dazu aber mehr dann im Folgevideo. Also schaut ruhig die Playlist an, beziehungsweise auf meinem Channel. So, wir fangen jetzt an. Wir hauen den ersten einfach tot. Seht das? Ich habe gewartet, bis alle da sind. Bis auf der eine, der halt fehlte. Wir hauen ihn um. Zack, Pfütze. Und wenn ihr jetzt seht, ich habe den Mauszeiger drauf, da ist ein Debuff, den habt ihr bekommen. Sieht auch genauso aus wie der Erfolg. Der hält nicht ewig, ich glaube 2 Minuten, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dann noch ein zweites Mal und hier jetzt den letzten umhauen, dritter GZ. Viel Erfolg beim Nachmachen, euer Susako aka Leroy. That's a cool face, wanna date?